Ich habe so viele Dinge. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, jetzt ist er weg. Kann man das streichen? Ich werde einfacher machen mit weniger Worte und. Jetzt? Jetzt so? Jetzt auch. Das ist ein Riesenthema, wissen Sie, das ist mein Lebensthema. Das kann ich gar nicht in einen Satz bringen, Entschuldigung. Ich definiere Integration als einen Garten mit den vielen Blumen. Integration ist was nicht Einfaches. Man muss auf viele Sachen verzichten, meiner Meinung nach. Mit nur einer Blume. Es ist nicht Garten, es ist kein Garten. Integration ist ein Teil des Systems zu werden und zu sein, ist eine Anpassung, ist diese Wendigkeit zu finden, diese Frequenz quasi, dass jede Stadt und jedes System hat, zu harmonisieren, mitzuschwimmen und nicht entgegen natürlich. Gut gelungene Integration zeigt sich bei mir, wenn ich meine Anerkennungs- oder meine Pflegekräfte in Anerkennung nach Abschluss wiedersehe, wenn ich dann höre, ich bin glücklich da, wo ich bin, ich habe nicht nur Kollegen gefunden, ich habe auf Station auch Freunde gefunden. Viele verschiedene Farben, viele verschiedene Riechen. Also Integration ist einfach unser täglich Brot an unserer Schule, weil wir mit der Vielfalt leben, weil wir alle Schüler, die bei uns sind, unterschiedlich von Sprache, Kultur und Behinderung und Beeinträchtigung an einem Ort haben und wir versuchen, alle zu einem verantwortlichen Mitglied der Gesellschaft zu machen. Für ein friedliches Zusammenleben, glaube ich, ist vor allem das Kennenlernen sehr entscheidend. Und da, glaube ich, müsste man noch wesentlich mehr tun, dass es Möglichkeiten gibt, dass sich Menschen, die in unser Land kommen und die wir ja schon hier sind, dass wir uns kennenlernen eben und dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und ich glaube, nur dann, wenn man entsprechend diese Möglichkeiten auch bietet und die genutzt werden, dann ist auch mehr Verständnis da und es wird nicht nur ein Nebeneinander, sondern auch ein Miteinander daraus. Wenn ich war gekommen, das erste Mal nach Deutschland, ich habe wirklich Angst, weil ich habe gekommen mit zwei Kindern, kleine Kinder und wegen Arbeit, mein Mann sucht Arbeit. Erster Beindruck war, es war anders, andere Gebäude und ruhiger, wesentlich ruhiger. Ich komme aus Rom und für mich war eine komplett andere Welt. Also Heimat zu verlassen ist gar nicht einfach. Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Zweite Phase, natürlich, genau wie viele, habe ich vor dem Spiegel alleine geweint, habe mich einsam gefühlt. Du weißt nicht, das ist wie riskieren, so. Du weißt nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Und es gibt schon zurück, du kannst schon zurück, aber es wird wieder von null. Du bist wieder von null anfangen. Aber diese Angst war ganz kurz, weil ich habe getroffen sehr nette Leute und alles war wirklich gut, wirklich. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Das sind meine Wurzeln, wo ich herkomme. Und ich werde es bestimmt nicht vergessen. Ich werde es auch wahrscheinlich meinen Kindern auch so weitergeben. Das sind auch deren Wurzeln. Das ist der Ursprung sozusagen von mir und es beeindruckt mich, die polnische Geschichte, deswegen werde ich sie auch nicht vergessen. Ich fühle mich sehr wohl in Augsburg und in Böhmingen besonders. Ich denke, ich habe zwei Heimaten. Wenn ich fahre nach Polen, ich sage immer, für uns in Deutschland. Ich fühle in Deutschland ganz gut. Sehr gut. Ich möchte nicht nach Polen fahren zurück. Das ist meine Heimat in Deutschland. Ich habe in Deutschland viel Unterstützung bekommen, beziehungsweise von deutschen Leuten viel, viel. Und ich habe einen Satz, der immer in meinem Kopf ist.
Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Alles kommt noch, alles kommt noch. Muss man Geduld haben und versuchen, und alles kommt. Ja, also ich mag meine Arbeit sehr, ich liebe sie sogar. Ich mache sie ja auch schon über 20 Jahre und ich finde sie immer wieder enorm vielfältig und interessant. Und es macht mir wirklich Freude, so viele Menschen kennenzulernen, Menschen aus verschiedensten Ländern, Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Geschichten. Und ja, es geht mir dann manchmal auch sehr nahe, wenn ich dann Geschichten höre, die wirklich auch sehr traurig sind. Wenn man von Schicksalen hört, ja, das macht mich dann schon sehr betroffen. Wir haben im Universitätsklinikum natürlich ganz viele Nationen, die mit ganz vielfältigen Sprachniveaus und Sprachen und vor allen Dingen ganz vielfältigen Ausbildungsgrundlagen, Fachkenntnisse hier zusammenkommen. Ich finde es wichtig, wenn man in dieser Zeit Unterstützung bekommt, wenn man zwischen 30 oder 40, ich meine du, die Frauen, die Kinder haben, ja nur ein bisschen ja, unterstützen, nicht mehr. Und Wohnungen ist jeden Tag ein Thema und ich denke, dass das auch ein ganz wichtiges Thema für die Politik ist, hier noch viel mehr Wohnraum zu schaffen und vor allen Dingen auch Betreuungsmöglichkeiten dann für die Kinder. Die größten Herausforderungen werden in Zukunft sein, die vielen kulturellen Hintergründe zusammenzuführen, voneinander zu lernen und miteinander zu leben und alle Kulturen wertzuschätzen. Wenn man zum Beispiel ein Syrer nach Deutschland kommt, sage ich mal, und man hat immer noch diese Sachen, was man damals gelernt hat. Und hier in Deutschland ist es ganz anders, man denkt komplett anders. Das ist das Gleiche, das heißt nicht, dass nur die Leute, die aus anderen Ländern auf Sachen verzichten sollen. Ich meine auch, dass die Menschen, die hier leben, auch ein bisschen auf Sachen verzichten sollen oder das einfach akzeptieren sollen, so wie es ist. Sonst kann man nicht zusammenleben. Ich glaube, die Gesellschaft steht dem nur bedingt offen gegenüber. Also es gibt sicherlich einen Teil von Menschen, die da sehr aufgeschlossen sind und sehr interessiert und diese Vielfalt auch schätzen. Aber ich glaube, es gibt mit Sicherheit auch einen großen Teil von Menschen, die diese Vielfalt eben zum einen nicht so kennen und eher nicht so wertschätzen. Meine Erfahrung ist schon dahingehend, dass es das durchaus gibt, eine gewisse Diskriminierung. Ich würde nicht sagen grundsätzlich, aber Tendenzen dazu, glaube ich schon, dass spürbar sind. Ein Erlebnis, ich kann mich daran erinnern, und zwar Fußballmannschaft. Da habe ich ein bisschen Fußball gespielt, in so einem Verein. Ich will jetzt keine Namen sagen oder so. Und dann wurde ich immer, der hat mich immer spielen lassen, nicht spielen lassen. Und der hat immer so gemeint, ja, wir brauchen so ein paar, er wollte mich einfach nicht wegen meiner Herkunft, weil er hat was gegen meine Herkunft, so. Und er war auch kein Deutscher, sage ich mal, also er war kein Deutscher. Das hat mich ein bisschen verletzt, aber man kann halt nichts, gute Menschen gibt es überall, schlechte auch. Da kann man nicht sagen, nur weil er ein Deutscher oder ein Araber oder ein Türke ist, hat er das gemacht. In Deutschland gibt es einen Spruch, sagt, reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber ich finde, das für mich war ein bisschen anders. Reden ist immer gut, immer Gold. Und muss man immer reden, damit man sein Ziel erreichen kann. Alle Blumen müssen zusammen in diesem Garten leben und sie müssen einander umarmen und akzeptieren. Wir haben von Seiten der Politik schon viel Unterstützung. Details können sicher noch verbessert werden.
Ich finde grundsätzlich, dass es wichtig ist, dass endlich Menschen verstehen, dass alle Menschen sind und nicht über Menschen, unter Menschen oder einfach was anderes. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass wir ganz viel mit unseren Kindern und Jugendlichen an der Haltung arbeiten, an dem Respekt den anderen gegenüber und an der Wertschätzung gegenüber allen Menschen. Und dass wir das mit viel personellen Ressourcen an den Bildungseinrichtungen verwirklichen könnten. Ja. Ich würde mir wünschen, dass die Politik mehr Ressourcen für das soziale System investiert. Für Integration. Integration ist wichtig. Allerdings müssen auch die anderen Mitmenschen zufrieden bleiben, weil sonst bekommen wir den Gegenteil. Da gibt es nur einen Wunsch meinerseits, Abbau der Bürokratie. Ich würde wieder in Deutschland als Lehrer arbeiten. Das ist gerade unmöglich. Und wahrscheinlich die Politiker werden eine Lösung dafür finden. Das ist mein Wunsch. Mein Wunsch, erleichterte Behördengänge für alle Beteiligten. Wichtig ist, dass wir alle zusammenleben, ohne Krieg, ohne Streifen, freundlich und das ist wichtig und gesund. Wenn wir das schaffen, so einfach, dass die Länder nicht mehr auf Pass stehen oder Religionen, dann haben wir wirklich was sehr Großartiges geschafft.